Da ist ja wieder euer Uwe. Und da seht ihr was Wunderbares, was ich da trage. Das ist der neue Enddegree. Und der Enddegree ist im Grunde genommen ein Tauchanzug. Wird beworben als dieser. Wird aber auch beworben als Stand-up-Paddleboard-Anzug. Zu Gebrauch für Kitesurfing und für Surfen und auch für Tauchen. Enddegree bewirbt den Anzug als Unterzieher für den normalen Neopren. Ich habe ihn jetzt getestet das zweite Mal. Das erste Mal hatte ich den Anzug mit auf einer Tauchsafari in Ägypten im Oktober. Und jetzt habe ich ihn mit hier in Masa Chakra Village im Dive Camp. Und ich muss sehr ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit diesem Anzug. Wenn du ihn alleine tauchst, nur diesen Anzug anhast, dann isoliert er relativ gut wie ein 5 mm. Und unter dem normalen Neoprenanzug eine wahnsinnig tolle Isolation, hält wunderschön warm. Aber ich habe dieses Mal getestet, wie das Ganze aussieht unter meinem Trockentauchanzug. Ich habe den Avatar und habe also das jetzt mal getestet unter dem Avatar. Sensationell, muss man sagen, isoliert wunderbar, hat ein paar kleine Mankos und die will ich jetzt noch mal so ein bisschen erläutern. Wer jetzt natürlich genau wissen will, wie dieser Anzug beschaffen ist, aus was für Material, dem empfehle ich einfach auf die Enddegree-Webseite zu schauen und dort einfach mal die Zusammensetzung des Materials genau zu studieren und zu lesen. Da habt ihr natürlich alle Details, bevor der Uwe jetzt hier anfängt und redet da Litaneien von irgendwelchen Materialzusammensetzungen runter. So, wie ich eben sagte, Anzug super. Für unter den Trockentauchanzug sind ein paar kleine Dinge zu beachten. Zum einen muss man natürlich aufpassen, der Trockentauchanzug hat ja Manschetten und wenn ihr hier seht, diese Ärmel sind natürlich relativ lang und ihr müsst darauf achten, dass wenn ihr diesen Anzug anzieht, dass einfach hier der Anzug relativ weit nach oben gezogen wird, das geht ein bisschen schwierig, dass er relativ weit nach oben gezogen wird, dass ihr im Grunde genommen hier Platz habt für eure Gummi- oder Latex-Manschetten oder Neopren-Manschetten. Tut ihr das nicht, kann es passieren, dass gerade dort in diesen Ecken Wasser eindringt. Ja? Und genauso müsst ihr gucken, dass also hier oben auch die Halsmanschette da in irgendeiner Form nicht in Verbindung kommt mit der Manschette hier. Dann ist der Anzug als Unterzieher für den Trocki das perfekte Ding, was ihr haben könnt. Wo ihr ein bisschen drauf achten müsst, sind die Größenangaben. Und ich hatte auch im Test ein Hemdchen und eine Hose. Das war also auch XL und XXL. Aber ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ja schon ein bisschen kräftig. Das habt ihr ja im Einspann so ein bisschen gesehen bei dieser Baywatch-Szene, wie mein Bauch also da so schön langsam hoch und runter geht.
Aber selbst XXL, da passe ich also nicht mit meinen Oberschenkeln rein und auch nicht ins Hemdchen. Also ihr müsst ein bisschen schauen bei der Größenvergabe, also Größentabelle nehmen, vermessen und dann dementsprechend gucken. Der Anzug ist jetzt ein 3xXL, ja, und da könnt ihr sehen, also wie das hinhaut von der Statur. Ist natürlich nicht jetzt ganz preiswert, aber ich sage euch sehr ehrlich, es rentiert sich, diesen Anzug zu erwerben. Es macht Sinn und hier haben auch noch andere den Anzug getaucht im Camp und die waren alle hochauf zufrieden und ich kann nicht mehr sagen, super toller Anzug. Danke Integri, dass ich den ausprobieren durfte und das ist jetzt meiner, ja, der bleibt mir. Ich wünsche euch noch was, frohes Tauchen, schönes Tauchen und bis zum nächsten Mal. Euer Uwe, tschüss.